Das sieht aus, als würde es gleich Buh machen. Ja, selbst wenn es jetzt die Ganoven bei uns erwischt. Finanzmäßig sollte es mittlerweile wieder ziemlich gut aussehen. Und jetzt müssen wir nur noch einen einen Überfall abwehren. Habe ich hier überhaupt Überwachungskameras? Nein. Muss aber auch gerade nicht, oder? Das hier hat Schwierigkeiten. Warum hat das Schwierigkeiten? Weil keine Zutaten ankommen, ne? Montago, du hast gewonnen. Italien für uns, den Rest der Welt für dich. Aber das schließt Carmines Pizzakarren mit ein. Wenn du dem zustimmst, dann können wir diese unselige Streitigkeit beenden und uns endlich aufs Pizzamachen konzentrieren. Ach ja, Carturo überlasse ich dir. Sollte nach meinem Rückzug eine Formalität sein. Don Frodato. Das hört sich doch schon ein bisschen besser an. Wobei ich nicht so sicher bin mit dem Pizzakarren. Wir stimmen zu. Okay. Wir werden allerdings zuerst noch einmal in Italien unseren Sieg feiern. Nein, sogar hier unseren Sieg feiern. Nicht auf die Backstube. Die Menükarte. Machen wir es mal so. Packen wir von jedem etwas hinein. Und auffüllen. Und jetzt sollen wir mit dem Pizzakarren halt hier noch ein paar Pizzen verkaufen. Okay, die Lieferung von den Pizzen ist ein bisschen schlecht. Die Besucher auch.
weil unsere Köche zu langsam sind. Ja, bei Butch sind die Köche zu langsam. Oder auch die Zutaten kommen nicht schnell genug hier ran. Ich glaube fast letzteres. Die Zutaten kamen nicht schnell genug da an. Warum der Pizzakarren hier jetzt grün ist, weiß ich auch nicht. War das nicht der, den wir eben bewegen konnten? Hier steht jetzt Besitzer ich und auf der anderen Seite steht dann wieder Besitzer Kutara. Interessant. Muss ich den zuerst wegspringen? Ich suche gerade hier ein Restaurant mit Metro in der Nähe. Oder zumindest so nah, dass man da hingehen kann. Wo läuft der jetzt lang? Eigentlich schon mal noch nicht mal so übel aus aktuell. Hier vielleicht rüber. Dann da lang. Andererseits steht hier gerade wieder mit dem Pizzakarren verkaufte Pizzen. Keine Ahnung. Das sieht echt nach einem komischen Bug gerade aus. Hier kann ich ihn angreifen. Weg. Nach da. Versuch's einfach mal. Wäre ja blöd, meinen eigenen Pizzakarren in die Luft zu sprengen. Weg da. Jetzt kommt die nächste Polizei. Da kommt der nächste. Hier ist echt viel los gerade. Hm.
Jetzt steht nur noch ein blauer da. Okay. Das heißt, da waren gerade zwei Pizzawagen übereinander. Welche Pizza wird denn hier gerade von wem? Ich glaube, die Touristenpizza sollte auch für... Die nenne ich ja interessant sein. Lassen wir es mal so. Unbrauchbare Zutaten entfernen und Lagerbestand auffüllen. Schlechte Zahl an Besuchern. So schlimm sieht es eigentlich nicht aus da drin. Ich glaube, ich sollte hier noch extra eine Pizza für Teenies machen. Backstube. Rufen wir noch einmal den Chefkoch für Teenies an. Pizza for Kids. Speichern? Ja. Na, nicht Backstube. Abbrechen. Backstube verlassen. Menükarte. Die entfernen, die vor Kids draufsetzen. Lager verwalten. Unbrauchbare Zutaten entfernen und nochmal auffüllen. Jetzt sollten hier auch Kiddies ankommen. Positioniere Pizzawagen. Pizzawagen positionieren. Bewegen. Da sind viele Studenten. Menükarte. Die Studentenpizza übernehmen. Und hier wieder. Das Lagerhaus. Ändern. Einmal auffüllen. Und jetzt sollen wir hier nochmal 5 Pizzen verkaufen. Und einen positiven Kontostand erreichen.
Da werden die Pizzen verkauft. Jetzt sollen wir ihn wieder bewegen. Da waren wir schon. Da werden wir ihn jetzt hinsetzen. Hier sollen wir jetzt auch einen Haufen Pizzen verkaufen. Eine verkauft, zwei verkauft, drei. Vier. Sehr geehrte Frau Montago, wir benötigen Sie in einer dringenden persönlichen Angelegenheit hier in Paris. Mit freundlichen Grüßen, Pauline Baumann, CEO Montago Group, French Operation. Das hört sich nach Arbeit an. Der Krieg hält vorbei, mit der italienischen Verwandtschaft wurde Frieden geschlossen. Wenn jetzt nur die EU einsehen würde, dass so ein Monopol doch eigentlich ganz großartig ist. Aber zunächst müssen wir uns um Paris kümmern. Zurück zum Hauptmenü. Und damit sage ich dann auch mal, dass wir den letzten Teil in der nächsten Aufnahme anfangen, denn für diese Aufnahme soll es das mal wieder gewesen sein.